Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Heute mal wieder, was es länger nicht mehr gab, ein neuer interessanter Newsflash. Es gab die letzten Tage ein paar Veränderungen auf dem PBE und ich habe für euch hier mal so alles ein bisschen zusammengetragen. Einmal zu Brand, Evelyn, Lucian, Lulu, Tarik, Soraka, Fiddlesticks, Garen und Rammus. Also hier haben wir Champion Changes, angedeutet durch die Pfeile, oh yeah. Und dann haben wir noch interessante Veränderungen bei den Dorans Items. Alle drei wurden verändert, Dorans Schild, Dorans Ring, Dorans Blade, aber alle hinsichtlich derselben Tatsache, dass man nur noch maximal zwei Dorans Items bei sich tragen kann. Also keine drei Dorans Rings mehr, aber auch nicht zwei Dorans Rings und ein Dorans Blade. Es steht in der untersten Zeile, limited to two Dorans Items on Showdown. Also maximal zwei Dorans Items und jedes dieser drei Items hat ja Dorans im Namen. Zu den wichtigsten Champion-Veränderungen finde ich es sehr schön, dass Lucian noch ein bisschen genervt wurde, obwohl er mir super viel Spaß macht und ich ihn selber gerne spiele. Aber er dominiert zurzeit die koreanische als auch die Pro-Szene. Gehört ja irgendwie zusammen. Piercing Light wurde ein bisschen verschlechtert, ein bisschen genervt vom Base Damage im Late Game statt 120, 100. Ansonsten im Early bleibt das erstmal gleich, skaliert dann aber ein bisschen weniger ins Late Game. Bei Fiddlesticks und bei Rammus, bei diesen beiden Champions, finde ich es interessant, dass der CC ein bisschen verändert wurde. Bei Fiddlesticks ist es so, dass er hier richtig krass Nerf kriegt. Aber Fiddles 4 war wirklich Forever, Fear Forever from Fiddlesticks. Das wird jetzt ein bisschen verändert. Ins Late Game haben wir statt 3 Sekunden nur noch 2,3. Also hier 25% ungefähr weniger 4. Dafür im Late Game einen kleinen Tick länger. Ich denke aber, dass im Early Game, dass er im Early Game ein bisschen länger ist, das ist nicht schlimm. Das Interessante ist halt im Late Game kürzer und das ist eigentlich wichtig, denn mit der Ulti, mit einem krassen 4 auf den ADC, war Fiddles schon eine richtige Bombe. Und bei Rammus eine ähnliche Veränderung, denn der Taunt im Early ein bisschen länger, auch auf 1,3, dafür beim Late Game auf 2,3 statt 3 Sekunden. Lest euch sonst den Rest der Veränderungen ein bisschen durch. Von mir wird es immer wieder Neues geben. Ich bin euer Povrot. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.